Versuch Nummer 3 jetzt, das aufzunehmen. Und zwar 100 MO-Ohren sind jetzt vorbei. Und ich habe ihn schon ein bisschen aussortiert. Das heißt, die Skulls und die Astral-Cores, die habe ich schon alle weggeschmissen. Nur ist mir da Bandicam jetzt zweimal abgeschmiert. Und ja, kommen wir einmal dazu. Also, Upgrade-Core-Pieces haben wir so viele. 4x 127er und einmal 76. 1, 2, 3, 6x Force-Core-Pieces, 127er stacken. Marshall-Cores auch ein paar und Quartz-Cores 84. 141 Dry-Frame-Cores haben wir. Dann haben wir einen Vampiric Earring. Wir haben auch noch ein paar Bracelets, zeige ich euch gleich. Dann Skulls, haben wir zwei, also random. Die gehen ab und zu weg. Versuche zu verkaufen. Dann Crit Damage, HP Steel, HP und Crit Damage für Waffe. Dann haben wir noch Two-Slot. Hier haben wir jetzt nichts mehr. Two-Slot haben wir hier noch. Die Schuhe. No, die Dry-Frame-Cores zählen nicht dazu. Das sind Account-Binding, das sind die halt noch vom Event. Dann haben, genau, hier, letzte Seite. Das war nämlich vor dem Serverabsturz damals. Da habe ich nämlich noch das Blessing Beat Warhouse gehabt. Da haben wir noch drei Two-Slot-Sachen. Ein Orb of Luck. Crystal Two-Slot, Mithril Katana und Mithril Blade of Amp Two-Slot. Gucken. Zweimal Bracelet of Fighter plus 7. Zweimal Extortion Bracelet plus 7 und ein Earring of Guard plus 7. Dann haben wir noch den Effector Piece. Und das war's dann auch schon. Und einmal ein Gem of Liberation haben wir auch noch gezogen. Ja, mehr ist leider nicht gefallen. Ne, mehr ist nicht gefallen. Leider. Also die Dungeon an sich, also gedroppt, irgendwas so Sensationelles, was irgendwie raussticht oder so. Gar nichts, wirklich gar nichts in den 100. Selbst noch nicht mal die Rune. Und das hat uns ein bisschen genervt. Also mal gucken, wie viel rumkommt. Wir gucken aber noch die Cores. Ja, genau, dann haben wir hier oben die obere Reihe ist Upgrade Core Highest. 100, 200, 300, 351 Upgrade Core Highest. Upgrade Core High genau 100. Dann Force Core Highest 60. 100, 140. Und Force Core High 58 Stück. Das sind die ganzen Cores. Ja, wann ich das Ganze verkaufe, wann der nächste Teil von dem Video kommt, kann ich euch noch nicht sagen, weil ich warte, wie gesagt, noch sehnsüchtig auf die VIP-Karte. Weil mich jetzt auf Channel 5 jetzt hinzustellen, das ist unser Trade-Channel auf Jupiter, und dort einen Shop aufzumachen mit den ganzen Cores, das sind so viele Cores, die passen noch nicht mal alle in meinem Inventar, das ist das Problem. Ein bisschen nervig. Und im Auktionshaus kann ich nicht so viel machen, und dann haben wir auch noch die Prozente, die uns abziehen. Deswegen, ich warte noch sehnsüchtig auf die VIP-Karte, ich hoffe, die kommt jetzt demnächst und dann kann das losgehen. Also da müssen wir noch ein bisschen gedulden, wann das alles verkauft ist. Gut, was weiterem? 100 Runs. Ja, wir haben es meistens nur Wochenende geschafft. Wir waren halt zu dritt. Ich, Nicole und Vogti. Und pro Run haben wir ungefähr 15 Minuten gebraucht. Ja, und dann am Wochenende halt so immer versucht, so viele wie möglich zu machen. Ich glaube, mehr muss ich, glaube ich, jetzt nicht dazu sagen. Ich verabschiede mich erstmal von hier aus. Und wie gesagt, wann Teil 2 kommt, kann ich euch noch nicht sagen. Aber ich hoffe, so schnell wie möglich, sobald die VIP-Karte da ist. Gut, ich bedanke mich. Bis dahin. Ciao.